Meine Damen und Herren, wir kommen wieder zur Wunschpostkarte. Da stand drauf die lustige Witwe von Lehar. Und da haben wir heute Abend eine wunderschöne Aufnahme. Horst Jankowski und sein Rias Tanzorchester haben gespielt. Das deutsche Fernsehballett wird tanzen. Solisten wieder Offi, nämlich Ophelia Willerober und André Höhl und das deutsche Fernsehballett. Und es singt Kammersängerin Edda Moser. Und es singt ein Mann, der alle Frauenherzen, egal welchen Alters, immer wieder höher schlagen lässt. Wir freuen uns, dass er bei uns ist. Bin sehr stolz, ihn ansagen zu dürfen. Zu allen dazu kommt Johannes Heesters. Hier ist für Sie die lustige Witwe. Wir schon genügend Glück und Lach, die Nacht braucht jeder Diplomat, doch meistenteils für sich privat. Um eins bin ich schon im Büro, dort bin ich gleich drauf anderswo, weil man den ganzen lieben Tag nicht immer im Büro sein mag. Erstatte ich beim Chef Bericht, so tu ich meistens selber nicht. Ich sprech und halt ich niemals ein. Ein Diplomat muss schweigsam sein. Die Akten häufen sich bei mir. Ich find, es gibt zu viel Papier. Ich doch die Feder niemals ein. Und kommt doch in den Tint hinein. Kein Wunder, wenn man so viel tut, dass man am Abend gerne ruht und sich bei Nacht, was man so nennt, Erholung nach der Arbeit gönnt. Maxim, dort ist es sehr intim. Ich tut's alle Damen, nenn sie beim großen Namen. Lolo, Dodo, Juju, Klo, Klo, Margot, Frufru. Sie lassen mich vergessen, das teure Vaterland. Da wird champagnisiert und häufig angarniert. Da ist ein großes Küssen mit all die Liebe Süßen. Lolo, Dodo, Juju, Klo, Klo, Margot, Frufru. Sie lassen mich vergessen, das teure Woo!
Deine so die andere anders, dafür gibt's kein Fels und Flach. Wenn die Weiber, dass die Weiber treues bleiben, so viel, das hat man noch nicht ergründet, da gibt's keine Theorie. Der eine macht man Kompliment, so und so und so und so, und streichelt, schmeichelt ohne Ende, so und so und so und so. Die andere muss man imponieren, so und so und so und so, man darf sie ja sogar schickieren, so und so und so und so. Die dritte will nur Zärtlichkeiten, die vierte will nur lachen, streiten. So und so und so und so. Die fünfte will nur kalt lachen. So und so und so und so. Dann wollen sie auch andere Sachen. So und so und so und so. Ja, das Studium der Weiber, ich schwör, nimmt uns Männer verteufelt doch her. Niemals kennt man am Seelen und Leib, man das Weib, 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 Weib.
Mädchen zart, Gretchen hat blondes Haar, mit dem treuesten Blau auf mein Paar. Ob sie schwarz oder rot oder blond ist gefärbt, seid egal, man wird doch gegärt. Weiber, 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 Weiber. Ja, das Studium der Weiber ist schwer, gibt uns Männer verteufelt auf Erden. Niemals kennt man am Seelen und Leib. Man das Weib, 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 Weib. Mädchen zart, Griechen hat dummes Haar. Mit dem treuesten Blau auf mein Paar. Ob sie schwarz oder rot oder blond sind gefärbt, ist egal, mach mir doch gegärt. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Deutschen Fernsehballett. Dankeschön, ihr wart großartig. Dankeschön, Offi, Dankeschön, André. Und ich bedanke mich bei Kammersängerin Edda Moser. Danke. Und ich bedanke mich bei Johannes Peesters.